Lecker. Das ist doch... Inspektor Changmi, Scotland Yard. Sie haben also die Leiche entdeckt? Luke, lass ihn los! Finger weg, du lausche Bengel! Luke, das ist dein Gesicht, lass ihn los! Luke, hör zu! Oh je, sein Gesicht, es lässt sich gar nicht... Das ist der echte Inspektor. Du frecher Lümmel! Was zerrst du an meinem Gesicht herum wie ein Klammeraffe? Verzeihen Sie, Herr Inspektor. Ich dachte, dass es wieder eine Verkleidung wäre. Was faselt der Bengel da? Die Jugend von heute hat wirklich keinen Sinn mehr für Anstand. Nee, ist klar. Bitte verzeihen Sie den Vorfall. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Herschel Layton. Ich bin Professor der Archäologie an der Gressenheller Universität. Und ich bin Luke, sein Lehrling. Das ist doch... Was halten Sie sich denn so einen Dreikäse hoch als Lehrling, hä? Das ist ein Missverständnis. Er ist eigentlich bloß... Professor Laytons Lehrling, wie ich schon sagte. Na, im Grunde ist mir das auch völlig einerlei. Schauen wir uns lieber mal den Ort des Verbrechens an. Gehen Sie aus dem Weg. Aber bitte. Luke, kein Wort über die Fahrkarte, ja? Geheimnisse. Verstanden, Professor. Was hat sich hier zugetragen? Meuchelmord? Oder hat das Opfer gar selbst die Tat verübt? Herr Inspektor, als Luke und ich hier eintrafen, war die Wohnungstür abgesperrt. Aha, diese Tür, der einzige Zugang zur Wohnung im achten Stock, war also fest verriegelt. Das heißt, der Doktor hatte sich hier völlig vom Rest der Welt zurückgezogen, ja? Oh, vielleicht. Somit, ja, das ist es. Kein Zweifel. Der alte Kauz muss einem Herzanfall erlegen sein. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, das möchte ich auch gerne wissen, Luke. Denk mal nach, mein Junge. Was für eine Erklärung soll es denn sonst geben? Herr Inspektor, es stimmt, dass die Wohnung im achten Stock liegt und fest abgeschlossen war. Aber das heißt keinesfalls, dass sich niemand hätte Zugang verschaffen können. Ach nein. Dann erzählen Sie doch mal. Ganz einfach. Wir haben ein wichtiges Detail an diesem Tatort übersehen. Bitte? Es befindet sich quasi genau vor Ihrer Nase. Pah! Ihr Akademiker glaubt doch, dass ihr die Weisheit mit Löffeln gefressen habt. Heutzutage will wohl wirklich jeder Hinz- und Kunstkommissar spielen. Papalapap. Die Todesursache war Herzversagen. Und dort sehen Sie den Täter. Dieses Skelett? Es handelt sich um ein Modell eines Kronosaurus, wie mir scheint. Von mir aus. Diese Drachenfratze würde jeden das Fürchten lehren. Folgendes hat sich abgespielt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Als der Alte das Licht einschaltete, da glotzte ihn das Knochenvieh an. Klappe zu, Lichter aus. Aber Dr. Schrader wohnte doch hier. Wieso sollte sein eigenes Modell ihn so erschrecken? Im Alter spielt das Gedächtnis eben nicht mehr so ganz mit. Nur davon verstehst du nichts, mein Kleiner. Naja, vielleicht haben Sie recht. Die Sache will mir wirklich nicht einleuchten. Nun denn, mein lieber Leutsam. Layton, was ist denn Ihre gebildete Meinung dazu? Ich will Ihre Vermutung gewiss nicht leichtfertig von der Hand weisen. Allerdings war das Licht aus, als wir den Raum betraten. Wir müssen also eine andere Erklärung suchen. Ach, müssen wir das? Unbedingt. Schauen Sie sich doch einmal um, Herr Inspektor. Fällt Ihnen nichts Ungewöhnliches auf?
Was meinen Sie, Professor? Schau dir dieses Zimmer genau an, Luke. Ich bin ganz sicher, dass du es auch bemerken wirst. Rätsel 4. Spurensuche. Die Fenster im achten Stock, die Tür fest verschlossen. Dieser Tatort gibt Rätsel auf. Lediglich ein kleines, verdächtiges Detail gibt einen Hinweis darauf, was sich hier abgespielt hat. Sieh dich im Zimmer um und finde dieses verdächtige Detail. Hast du es gefunden, zeichne mit dem Touchpad einen Kreis darum und berühre Antwort. Achtung, der Kreis darf nur ein einziges Objekt umschließen. Okay. Guck mal, das ist Shelmy. Der ist verdächtig. Dann würde ich mal sagen, der Vorhang hier. Jetzt bin ich dran. Wegen zerrissen und so. Viel zu leicht. Gut gemacht, Adlerauge. Irgendwer hat diesen Vorhang einfach abgerissen. Was mag hier geschehen sein? Aber natürlich, der Vorhang an diesem Fenster wurde abgerissen. Ja, das stimmt wohl. Aber was hat das mit meinem Tatort zu tun? Sehen Sie, jemand hat sich durch das Fenster davongemacht und das war ohne Zweifel unser Täter. Meine Frage ist ja aber, wie hat der Täter das geschafft? Das Vorhang sei bis da hinten zu werfen. Und wie kam er sicher dort rüber? Fragen über Fragen. Sehr scharfsinnig beobachtet. Gut gemacht, mein Junge. Ja, natürlich. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Henny, ist klar. Gar nicht wahr. Psst, Luke, hör zu. Ich glaube nicht, dass uns der gute Inspektor eine große Hilfe sein wird. Wie wär's, wir stellen unsere eigenen Nachforschungen an? Da bin ich voll für. Oh, Professor, sehen Sie das? Dr. Schrader hält etwas in der Hand. Das ist ein altes Foto, aber es wurde in 1000 Stücke gerissen. Ich kann nichts darauf erkennen. Und ein weiteres Geheimnis. Das zerrissene Foto. In den Händen des verblichenen Doktors wurde ein Foto gefunden, das in einzelnen Schnipsel zerrissen wurde. So lässt sich nichts darauf erkennen. Was könnte auf dem Foto zu sehen sein? Was soll das, Mann? Sie können doch nicht einfach Indizien am Tatort begrapschen. Was ist das überhaupt, hä? Na, ist doch egal. Das Ding ist beschlagnahmt. Und Sie beide verschwinden jetzt, klar? Zerrissenes Foto erhalten. Doch Inspektor Shelmy hat es konfisziert. Dr. Schrader schrieb zwar, dass er die Schatulle der Pandora in seinen Besitz bringen konnte. Aber hier ist nicht zu finden, dass wie eine solche Schatulle aussieht. Ob er wegen der Schatulle umgebracht wurde? Das ist sehr gut möglich, aber im Moment können wir nur mutmaßen. Ich bin aber überzeugt, dass wir bereits einen wichtigen Hinweis gefunden haben. Die Fahrkarte. Sie meinen also? Ja, Luke. Ich finde, wir sollten selbst einmal eine Fahrt in diesem Zug wagen. Und schon wieder ein Geheimnis. Wo ist die Schatulle? Es gelang jemandem, die Schatulle aus Dr. Schraders Besitz zu stehlen, ohne auch nur einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen. Wer könnte der Dieb nur sein? Glauben Sie, dass wir auf die Wahrheit über die Schatulle und den armen Dr. Schrader stoßen? Es scheint, als hätte Dr. Schrader uns absichtlich auf den Monetary Express hinweisen wollen. Es ist klar wie gutes Teewasser, Luke. Dieser Zug wird uns zu des Rätsels Lösung führen. Und so verließen Professor Layton und Luke die Stadt. Auf eisernen Gleisen ins Ungewisse, einem finsteren Geheimnis entgegen.
Direkt erstmal speichern. Kapitel 1. Der legendäre Voluntary Express. Schauen Sie nur, Professor, all der Luxus und die edle Einrichtung. Allerdings, Luke. Dieses Abteil strahlt nur so vor Prunk und Eleganz. Ich wette, dass der Rest des Zuges unser Bleibe in nichts nahesteht. Wollen wir uns ein wenig umsehen? Hinweismünzen. Yay. Immer noch die dritte. Verstecktes Rätsel. Sieh nur, Luke, dein Koffer steht sperrangelweit offen und all deine Sachen liegen auf den Sitzen. Oh, sie haben mir recht. Willst du nicht ein wenig aufräumen, bevor wir den Zug besichtigen? Rätsel Nummer 005. Lukes Koffer. Lukes habe es wahllos verstreut und muss ordentlich im Koffer verstaut werden. Bewege Lukes Besitztümer mit Hilfe des Touchpins und geachte, dass kein Teil von einem anderen überdeckt wird, da sich der Koffer sonst nicht verschließen lässt. Wenn du alles fertig verstaut hast, berühre Antwort. Yeah. Ich glaube, ich fange erstmal hiermit an. Das würde schon mal so passen. Aber das passt nicht. Drehen kann man auch nicht. Und wenn ich das jetzt so mache... Machen wir nochmal von vorne. Okay. Ich denke mal... Eins davon muss ja in die Ecke. Okay, wenn ich das jetzt so mache, dann hier mit dem Buch. Nee. Ich kann wirklich nichts drehen. Okay. Tun wir das hier erstmal hier nach oben rechts und dann tun wir das dorthin. Gleich muss aber auch das nach ganz oben. Wir machen das jetzt erstmal so. Aber nee. Das heißt, das muss schon mal nach unten. Vielleicht kommt das dann hier hin. Das kommt dafür dann hier hin. Hey, ich hasse solche Rätsel. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich behaupten. Tun wir das mal hier hin. Das tun wir hier hin, das kommt hier hin. Das passt nicht. wenn wir das so machen. Dann passt das auch nicht. Also ich denke mal, das kommt hier wirklich nach unten links und das kommt hier hin. So viel steht schon mal fest. Nur wie es weitergeht, ist ein bisschen fraglich. Tun wir das mal dorthin. Das tun wir hier hin. Das würde schon mal passen. Das können wir ja hier.
Was könnte hier passen? Oder so rum. Das könnte hier hinpassen. So. Das passt dahin und das könnte hier hinpassen. Okay. Mal gucken, ob das so richtig ist. Jetzt bin ich dran. Sowas schafft nur Leightons Lehrling. Sehr ordentlich. Jetzt kommt Luke seinen Koffer endlich wieder zu. Puh, endlich ist alles verstaut. Sehr schön, mein Junge. Aber in der Eile kann so etwas ja schon mal vorkommen, ne? Aber so ist es wirklich besser. Los, Professor. Sehen wir uns den Rest des Zuges einmal an. Ja, aber erstmal einen Schluck trinken. Mal gucken, ob wir hier jetzt noch die dritte Hinweismünze finden. Nein, ein weiteres verstecktes Rätsel. Pfui, da kamen ja lauter Ameisen auf den Zucker herum. Oh je, da musste ich mir wohl meinen Teezucker woanders suchen, aber eigenartig. Wie die wohl in den Zug gelangt sind. Vielleicht hilft uns dieses Rätsel ja. Damit. Hallo, Abol. Wie geht's dir? So, Nummer 17, Ameisenstraße. Wie jede sozial produktive Ameise trägt auch diese hier täglich ihre Futterkrumen heim zum Nest. Eines Tages jedoch spricht sie dem Vorarbeiter an. Hey du Schlawiner, hast du nicht gemerkt, dass du den längstmöglichen Weg zurück zum Nest gekrabbelt bist? Pass in Zukunft besser auf, kapiert? Die Ameise hat sich von rechts oben nach links unten bewegt und hat niemals zweimal denselben Pfad durchkrabbelt. Kannst du den Weg einzeichnen, dem sie gefolgt ist? Ich versuch's mal, aber ob ich das hinkriege, ist eine andere Kiste, ne? Das ist den längstmöglichen Weg. Kein Weg zweimal. Wenn auch so ist, dann ist ja eigentlich ziemlich easy. Okay. Einmal hier hoch. So, und dann hier runter. Hier hin, dann hier hoch. Nach links und nach unten. So. Antworten. Jetzt kommt's drauf an. Das war viel zu leicht. Exakt. Vielleicht war die Ameise zu sehr mit ihrer anstrengenden Arbeit beschäftigt, als dass sie sich um ihre Route hätte sorgen können. Wie viel Arbeit hätte sie sich wohl sparen können? Tja, das werden wir wohl nie erfahren. Stimmt, mein Junge. Ich nehme mein Tier ja lieber ohne Ameisen zu mir, aber ihre Fleiß finde ich bewundernswert. Vielleicht ist der Zucker ja im Molinteri Express hier auch besonders edel. Naja, das mag sein. Das würde erklären, warum unsere Ameisen solche Strapazen auf sich nehmen. Aber haben sie nicht Familie und fahren jetzt kilometerweit weg? Wer weiß, wer weiß. Ich will noch die dritte Hinweismünze haben. Dritte Hinweismünze, wo bist du? Da ist die dritte Hinweismünze. Okay. Luke, vergiss nicht, dass die Suche nach der Schatulle der Pandora oberste Priorität für uns hat. Wir dürfen uns nicht so sehr von unserem Ziel ablenken lassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen, Professor. Fangen wir gleich mit der Suche an.
Luke und Professor Layton wollen den Monetary Express genauer unter die Lupe nehmen. Okay, dann gehen wir einmal. Also erstmal immer nach den Hinweismünzen suchen. So, dann fehlt jetzt nur noch eine Münze. Nein, ich wollte noch nicht weiter. Ja, diese Unterbringung ist ganz nach meinem Geschmack. Hoffentlich gefällt sie meinem kleinen Liebling. Oh, mein süßer Schatz hat bestimmt schon Hunger. Ich begebe mich in den Restaurantwagen. Tun Sie das. Das war genau die Art Leute, die ich im Monetary Express erwartet hätte. Was für eine vornehme Person. In der Tat, aber das ist nun einmal der besondere Kundenkreis dieser Zuggesellschaft. Wir müssen auf unsere Manieren und unseren Umgangston achten und uns ein wenig anpassen, verstehst du? Natürlich, Professor. Ich möchte gerne wieder zurück. Weil wir waren hier noch nicht fertig. Hey, wisst ihr was? Ich habe gehört, dass die Abteile weiter vorne im Zug total prächtig und luxuriös sind. Jeder Türknauf ist da aus Gold mit Diamanten drauf und Perlen. Aber da dürfen nur ganz reiche Leute rein. Also seid ihr zwar so richtig, richtig reich? Dann müsst ihr euch die Kabine unbedingt anschauen. Richtige Luxusabteile gibt's hier, hm? Und nur sehr vermögende Fahrgäste haben Zutritt. Wenn die junge Dame recht hat, dann beginnen dort vorne die Abteile der Luxusklasse. Ui, die würde ich gerne mal sehen. Die sind bestimmt unheimlich toll. Ich möchte gerne die letzte Hinweismünze noch kriegen. Wo ist die letzte Hinweismünze? Hm.